Hallo allerseits. Hallo. Wir sitzen hier vor dem Bahnhof Jüterbog. Von hier aus wollen wir heute mit euch den ca. 12 Kilometer langen Spitzbubenweg gehen. Warum Spitzbubenweg? Der Name rührt daher, dass im Mittelalter die Stadtwachen verhindert haben, dass die kleinen Kriminellen, die sogenannten Spitzbuben, in die Stadt hineingelangen. Diesen Spitzbuben blieb also nichts anderes übrig, als um die Stadt herumzuschleichen und sie sich von weitem anzuschauen. Wir schauen also heute praktisch mit den Augen der Spitzbuben auf Jüterbog. Nun gibt es ja heute zum Glück keine Stadtwachen mehr, sodass wir und ihr, ob Spitzbuben oder nicht, uns nachher noch den mittelalterlichen Stadtkern von Jüterbog anschauen können. Also bleibt dran. Aber jetzt wird erstmal gewandert. Genau. So, hinter uns ist der Bahnhof, da ist der Parkplatz. Und gegenüber geht es jetzt erstmal ein Stückchen durch die Stadt, nehme ich an. Dieses kleine Schild markiert den Wanderweg. Er hat 4 markante Wegpunkte. Den hohen Blick, den grünen Blick, den historischen Blick und den blanken Blick. So, hier geht es jetzt schon aus dem Siedlungsgebiet raus ins Grüne. Hier führt der Weg am Stadtgraben entlang, der sogenannten Wasche. Dieser Wanderweg wurde nur erst vor 10 Jahren eröffnet. Aber es haben sich doch schon wieder genug Idioten gefunden, die Schilder zugemalt haben. Oder zugekleistert, malen kann man das ja nicht nennen. Unverständnis. Sogar hier gibt's Höhenmeter. Und wieder ein Gipfelkreuz, juhu! Sollte in diesem Kasten mal ein Gipfelbuch gewesen sein, haben irgendwelche Idioten das Ding zerstört. Ich muss immer wieder leider an Straßen entlang, aber nach ein paar hundert Metern ist man bereits wieder im Grün. Von hier hat man den grünen Blick, ja. Da wir uns ja nur in den Außenbereichen der Stadt befinden,
ist halt viel befestigter Weg. Jetzt gehen wir gerade durch so eine Kleingartenanlage. Hier fließt die Nuthe als kleines Bächlein. Im Stadtgebiet ist sie teilweise kanalisiert. Nachdem uns der Weg eine Zeit lang über Wiesen und Felder führte, geht es jetzt wieder hinein ins Stadtgebiet, vorbei am Sportplatz und am Freibad. Durch den Schlosspark geht es zurück Richtung Bahnhof. So, jetzt sind wir unterwegs in der Jüterbocker Altstadt. Wir haben uns eben noch ein Eis gegönnt. Lecker Eis. Jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen was von den historischen Gebäuden. Jüterbock wurde als Jutribock im Jahre 1007 erstmalig erwähnt. Die Altstadt war von einer Mauer umschlossen. Reste davon, sowie hier am Mäuseturm, sind noch sehr gut erhalten. In der Mauer befanden sich drei Toranlagen. Es handelt sich um das Dammtor, das Zinnaertor und das Neumarkttor. In jedem Tor befand sich ein Wächterhaus, von denen nur das am Dammtor noch erhalten ist. Mit der Gründung des Franziskanerklosters um 1480 begann der Bau dieser Klosteranlage, der erst 30 Jahre später beendet wurde. Nachdem das Gebäude 2001 bis 2005 saniert wurde, beherbergt es heute ein Museum, ein kulturhistorisches Archiv, die Stadtinformation und die Stadtbibliothek. Das Rathaus wurde 1507 fertiggestellt und ist das älteste Rathaus Brandenburgs. Das markanteste historische Gebäude in Jüterbock ist die Nikolaikirche mit ihren zwei verschiedenen Türmen. Leider sind wir am falschen Tag hier und können uns die Kirche nicht von innen ansehen. Also in Brandenburg machen selbst die Kirchen Montagsruhetag. Das ist zum Aus der Haut fahren. So, das war der Spitzbubenweg. Unser Resümee, also für Naturliebhaber, die jetzt nur Idylle wollen, ist das nichts, weil man sehr viel auch auf Asphalt geht, auf Beton, durch bewohntes Gebiet. Also man streift immer wieder die Ränder der Stadt. Ja. Der Weg hat aber auch zwischendurch sehr idyllische Abschnitte. Ist eben von allem was dabei. Es ist nicht nur ein Natur-, sondern auch ein Kulturweg. Mhm.
Manko hatten wir eigentlich nur eins entdeckt, und zwar fehlt teilweise die Beschilderung. Also ohne Komoot wären wir ja auch wieder nicht klargekommen. Da sind irgendwo öfter mal die Schilder abgebaut worden, offenbar. Wahrscheinlich als Souvenir, man weiß es nicht. Das kann durchaus sein, ja. Ja, ansonsten sind wir jetzt geschafft. Gut, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.